Immer blinken so viele von diesen Missionen auf. Ich will eine und dann geht schon wieder komplett weiter. Okay, das muss ich machen, dann kann ich also ein höheres Level haben. Gut zu wissen. Schön, dass mir das auch jemand erklärt. So, jetzt nehmen wir mit. Freezer und Pipi-Klo und Cell. Auf dem Matterhorn natürlich. Beste Kampfplatz. Beste Kampfplatz ever. So, das für ein... Oh, schütz dich! Alter, nein! Piccolo, du bist so nutzlos! Das bald mal. Yep.
Komm schon, bam, bam, bam. Boom. Das war aber knapp. Leck mich doch am Arsch, ey. Gott, gibt's hier viel. Was ist denn das? Nochmal mal. Was ist los, Junge? Ja, Eva. Ich habe das Gefühl, als wäre ich kein bisschen selbstsicher. Die anderen sind alle so beeindruckend, ob ich da mithalten kann. Verstehe ich nicht. Wenn du dir über solche Dinge Sorgen machst, solltest du mehr trainieren. Du hast bestimmt recht, Onkel. Es ist nur, ich habe keine besonderen Fähigkeiten. Ich bin kein Elite-Krieger, so wie du, Vegeta. Hey, Vegeta, hör auf, das Kind zum Weinen zu bringen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Okay, Bursche, ich tue dir einen Gefallen. Spezialtraining? Nein. Po Boogie Boogie. Hör zu, dein Problem ist, du hast kein Selbstvertrauen. Und das beheben wir, indem du gegen diese Typen kämpfst. Ich hoffe, du bist bereit. Und erwarte keine Gnade. Das sind zwei der stärksten J-Force-Mitglieder. Hast du Angst? Ja. Die sind ganz schön furchteinflößend. Ich meine, die sind mir doch so überlegen. Und die sind so wie All Might gebaut. Das heißt, wenn du sie besiegst, dürfte dein Selbstvertrauen wachsen, oder nicht? Fangen wir an. Jawohl. Lappenmodus aktiviert. Bam, bam, bam. Bam. Boom! Boom! In die Fresse! Bam, und nochmal in die Fresse. Aua. Oh, ah. Ja, ist ja gut. Aber immer wenn der kommt, kriegt er in die Fresse. Ja, die Shotaro kassiert aber richtig. Donner.
Den haben wir es richtig gegeben. Voll in die Fresse. So ist es richtig. Und fühlst du dich jetzt zuversichtlicher? Ja! Schön, schön. Wenn du dich bei mir revanchieren willst, kannst du mich gerne einer deiner heißen Lehrerinnen vorstellen. Also, hattest du Hintergedanken? Kein Wunder, dass du so nett warst. Tja. So sind wir Erwachsene neben. Und ist das Training gut gelaufen? Jawohl. Ehrlich gesagt, komme ich mir nicht sehr viel zuversichtlicher vor. Allerdings haben die anderen versucht, mir zu helfen. Ich sollte also hart an mir arbeiten, um mich zu revanchieren. Du bist schon wesentlich entspannter. Hat wohl funktioniert. Jawohl! Ich sterbe gleich, wenn ich so weiterrede. Ja. Alles klar, Leute, zuhören. Was gibt es, Kakashi? Tut mir leid, dass ich euch während eurer Pause stören muss, aber ich dachte, wir sollten mal über Ninja-Kampfstile reden. Warum muss das unbedingt jetzt sein? Das wirst du schon sehen. Naruto, die Grundlagen bitte. Also, hört zu. Das hier ist die Drei-Mann-Zelle. Drei-Mann-Zelle? Ich würde die Chance gerne nutzen, euch über die Drei-Mann-Zelle aufzuklären. Wenn es unbedingt sein muss, bin ich ganz Ohr. Okay, danke. Fangen wir an. Was ist eine Dreimannzelle? Und los geht's, was die Formation angeht. Trunks, du arbeitest bitte mit Sabo und Shiryu zusammen. Irgendein Grund, warum du gerade uns drei ausgewählt hast? Nein. Es gibt keinen Grund? In diesem Fall ist das Fehlen eines Grundes der Grund. Man weiß schließlich nie, wie man mit wem man in den Kampf zusammenarbeitet, nicht wahr? Du hast es kapiert. Naruto, du arbeitest mit Sasuke und Gon zusammen. Zeige ihnen, was das Wort Teamwork bedeutet. Kein Problem. Alles klar, packen wir es an. Und los geht's. Ich weiß noch immer nicht, was eine Dreimannzelle ist. Oh, ich habe auch ein neues Kabel, ist an der Xbox dran. Deswegen gibt's keine Ausfälle der Controller mehr. Zack. Nein! Bam! Und tschüss! Batsch! Zack, 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 zack! Bam! Easy peasy lemon squeezy. Puh. Okay, das reicht.
Danke, Sabo. Danke, Shiryu. Nichts zu danken. Das war eine wertvolle Erfahrung. Manchmal ist es wirklich sinnvoll, mit anderen Leuten zu trainieren. Jawohl. Ja, manchmal kann es wirklich sinnvoll sein, aber nicht immer. Diese Trainingsübung war zwar primär auf euch drei zugeschnitten. Ich weiß schon, was du sagen willst. Immerhin haben auch wir dem Training zugesehen. Das Wichtigste ist immer, den Teammitgliedern zu vertrauen. So ist es, darum geht es bei der Drei-Mann-Zelle. Jawohl, deswegen habe ich mit Trunks auch alles alleine gemacht. Vertrauen. Schwertekälte, Stahl des Lichts. Ichigo, hier ist jemand, der dich sehen will. Der mich sehen will? Oh. Ichigo, ich bin froh, dass es dir gut geht. Lange nicht gesehen, was, Rukia? Wie geht's dir? Sei still, ich war fast krank vor Sorge. Tut mir leid, aber es ist viel passiert. Das war mir nach Einblick in der Runde hier klar. Aber du hättest dich trotzdem melden können. Tut mir leid, dein Wiedersehen zu stören. Aber die nächste Mission wartet auf dich, Ichigo. In Hongkong wurde eine große Menge Venoms gesichtet. Ich würde euch bitten, euch das anzusehen. Na dann, gerade noch so gerettet von der Hexe. Nein, da ist sie ja auch schon wieder. Wie hast du eigentlich die Umbra-Basis gefunden, Rukia? Ich dachte, dieser Ort wäre dimensionsverschoben und nicht zu orten. Ein Mann namens Sanji hat mir geholfen. Sanji konnte einer schönen Frau noch nie etwas abschlagen. Hast du was gesagt? Nicht so wichtig. Er hat mir auch eine seiner privaten Piratenlandboxen gegeben. Genau genommen habe ich einen köstlichen Nachmittagssnack eingenommen, den er für mich und Angela zubereitet hat. Angela? Oh, du meinst das gerettete Mädchen ohne Gedächtnis. Ja, sie schien eigentlich ganz nett zu sein. Sie hat gesagt, sie sei noch neu, kenne die Basis nicht so gut und habe kaum Freunde. Oh oh, Poison Ivy ist da. Was für ein Arsch. Bück dich vor. Wie? Was ist los, Rukia? Endlich habe ich dich gefunden, der falsche Ichigo! Rukia, was ist denn mit los mit dir? Ich bin der richtige Ichigo. Du musst unter dem Einfluss des schwarzen Kubu stehen, aber keine Angst, Rukia, ich rette dich. Ach, fick dich. What the fuck? Was war denn das für ein Schaden? Nein! Fotze!
Mann! Kann ich ja gar nichts mehr machen. Das gebe ich dir so in die Fresse. Aber sowas von. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Alec? So, und jetzt. So, ab in den Uterus. Bam. Was war das? So. So macht man das, ey. Phew. Tu es, sehen. Umbras Kubus wird geborgen. Nanu, Ichigo, wo bin ich? Was ist also passiert? Tut mir leid, Ichigo, wenn ich nicht die Kontrolle verloren hätte. Vergiss es, die Hauptsache ist, dass du in Sicherheit bist. Aber mir wäre es lieber gewesen, wenn ich keine Freundin hätte angreifen müssen. Obwohl, so ein bisschen Spaß hat's mir schon gemacht. Ja, ich hoffe, dass sich das nie wiederholt. Who knows? Who knows? Ichigo stand ja schon immer auf ein bisschen SM-Spielchen, deswegen hat ihm das auch schon gefallen. Die nächste Mission ist Top Secret und wir haben vermutlich keine Zeit zu verlieren. Würden Sie bitte zur Sache kommen, die Sprüche kennen wir schon. Nun gut, wir haben den Kontakt zu Kurapika verloren. Kurapika ist unser Freund, er ist vielleicht nicht hier in der Basis, aber wir stehen immer in Kontakt. Er ist ein großartiger Hunter, genau wie Killu... Oh. Hä? Ich glaube, das sollte nicht ganz so sein. Er ist ein großartiger Hunter, genau wie Killua und ich. Ich glaube, das sollte eher Gon sagen. Ich habe ihn damit betraut, jedes Gebiet zu infiltrieren und Informationen zu sammeln. Nachdem wir seine Reisedaten untersucht haben, kennen wir jetzt seine ungefähre Position. Ich möchte gerne, dass ihr euch sofort dorthin begebt. Na dann, wenn du das willst, Klavo. Machen wir das doch, Klaro. Wenn die Karte stimmt, sollten wir ganz in der Nähe sein. Kurapika! Gon, das ist eine Falle! Hisoka, du steckst also dahinter! Zane, ja, wir müssen Kurapika aufhalten! Puh! Das ist, glaube ich, nicht so ganz gut für meine Stimme hier. おしまい。
Komm schon, bam! Utsch! So. Hisuka, warte. Du brauchst mich zu folgen, Kyoa. Das ist nur eine Kopie. Zane, kannst du dich um Kurapika kümmern? Umbras Kubus wird geborgen. Kurapika, ich bin froh, dass du okay bist. Tut mir leid, das war wirklich knapp. Läuft. Jetzt wissen wir endlich, was sich sogar die ganze Zeit getrieben hat. Wie erwartet, ist er mit den Venoms in Kontakt getreten. Ja, aber erst seit kurzem. Denkst du wirklich, dass er sich den Venoms anschließen würde? Bei Hisuka kann man das nie so genau wissen. Das stimmt. Nun, Kurapika, warum folgst du uns nicht in die Basis? Es ist gefährlich, Hisuka alleine zu verfolgen. Ich gebe zu, das war wirklich ganz schön knapp. Und außerdem müssen wir uns jetzt um Hisuka und seine Kopien stellen. Und zwar gleichzeitig. Ich will gar nicht daran denken. Direktor, habe ich Ihre Erlaubnis, in der Umbra-Basis zu bleiben? Aber natürlich. Und jetzt dann können wir alle gemeinsam kämpfen. Ja, danke. Das werden wir. So. Hilf Piccolo und Ichigo. Na, dann machen wir das mal den Lappen helfen.